Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus meinem kleinen Kaufladen. Ich habe was Neues für euch, was ich euch unbedingt zeigen muss. Ich habe nämlich Folgendes im Supermarkt entdeckt und natürlich auch direkt ins Sortiment dieses Ladens aufgenommen. Die neuen Haribo Hey Kakao Revolution bei Haribo. Das Ganze sogar Veggie. Großartig, würde ich sagen. Und tatsächlich ist das hier irgendwie eine kleine Revolution. Seit wann gibt es denn Haribo mit Schokolade? Ich glaube, das gab es aber schon. Es gibt ja diese absolut widerlichen Lakritz mit diesen, wie heißt das nochmal? Konfekt? Nee, wie heißen die Dinger nochmal? Konfekt Colorado oder irgendwie sowas? Wo, da ist ja so Kakao in diesem Zuckerding drin. Absolut ekelhaft, weil Lakritz drin ist. Aber das hier sind einfach nur, ja, Kakaofläschchen. Hey Kakao, schade Schokolade? Fragezeichen. Von wegen? Ausrufezeichen. Bei uns heißt es Hey Kakao. Ausrufezeichen. Jetzt neu und mit echtem Kakaopulver. Es wird sicherlich auch ein bisschen Aroma drin sein. Das Ganze, wie gesagt, Veggie, das ist natürlich ganz schön. Und neu dabei ist auch, dass eben ein Veggie-Produkt von Haribo mit Schaumzucker daherkommt. Normalerweise ist Schaumzucker bei denen halt immer, ja, mit Gelatine gemacht. Das ist also auch besonders toll hier. Und zwar haben wir übrigens, die hier sind auch neu, die zeige ich euch auch in einem Video, aber nicht in diesem hier. Und zwar die Buddy Crew, die sind auch Veggie und auch mit Schaumzucker. Wir haben Zucker, modifizierte Stärke und das wird dann hier für die Bindung benutzt, statt Gelatine. Kakaopulver 0,9%, was nicht besonders viel ist. Magermilchpulver ist drin, 0,7%, dann hydrolysiertes Milcheiweiß, was denke ich auch für die Bindung irgendwo da sein wird. Es ist Aroma drin, Überzugmittel Bienenwachsweiß und Karnauberwachs. Genau, also das ist hier drin, wie kein Aroma. Doch da steht ja Aroma, ich wollte gerade schon sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. Ich kann mich nur leider kaum hier bewegen und deswegen muss ich die mal hier irgendwie so vorsichtig aufmachen. Ups, ja, vorsichtig ist was anderes. Boah, krass. Richtig heftig, voll mit Aroma. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Boah, holla die Waldfee, riecht kakaoig, aber sehr nach Kakaoaroma statt nach natürlichem Kakao. Die riechen... Wisst ihr, wie das riecht? Es riecht original wie Baileys. Ich finde, die riechen wie Baileys. Nicht sehr natürlich nach Kakao, muss man ganz klar sagen. So sehen sie aus, die Fläschchen. Ich nehme mal vielleicht zwei mehr, aber so. So, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Also vom Geruch ehrlich gesagt nicht so gut. Konsistenz. Sehr weich. Auch ein bisschen anders als diese Schaumzuckerwaren, die man regulär kennt von Haribo. Tut mir leid, aber ist nicht so gut, finde ich persönlich zumindest. Die Konsistenz ist schön, hat ein bisschen weniger Widerstand als die klassischen Haribo. Jetzt ist aber bei Fruchtgummis und Co. ohne Gelatine meistens so. Die sind zwar feste und geben so ein bisschen so, also so widerstandsfähig, aber Gelatine ist mehr gummiartig. Das hat man hier nicht. Schöne Idee, Haribo. Gefällt mir. Kann man sicherlich mal probieren, weil es ja irgendwo eine kleine Revolution ist. Aber rein geschmacklich finde ich die überhaupt nicht gut. Muss ich leider auch sagen. Künstlich, 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 künstlich. Hier ist kaum irgendwo ein natürlicher Kakaogeschmack da und auch kein, also weder Kakaopulver noch Kakaomilchgeschmack, weil Milchgeschmack müsste ja auch irgendwo da sein. Es ist ein bisschen Magermilchpulver dabei, geht gar nicht. Nee, je mehr ich esse, desto merkwürdiger finde ich sie. Da, ich würde mal lieber sagen, Katja soll die Milchkarte mal als Kakao machen. Vielleicht würde das besser gelingen, die sind nicht so komisch. Die hier... Leider nein, aber trotzdem muss ich sagen, wenn ihr Haribo-Fan seid, probiert sie gerne aus, weil es, wie gesagt, einfach was Neues ist. Übrigens nur noch 175 Gramm, 99 Cent haben sie gekostet. Ist inzwischen ja normal, dass Haribo keine 200 Gramm mehr haben. Ja, schade, aber so ist das Leben. Man kann nicht immer alles haben. Und ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob ihr diese Haribo-Kakao gerne probieren würdet. Habt ihr sie schon mal probiert? Wie findet ihr sie? Und ich sage dann mal, das macht 23,76 und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.